Vielleicht gibt es dort was Interessantes, aber ich denke, das ist ein neues Biom. Nee, ich denke, den Biom hatten wir auch neben unserem Haus in der Nähe. Also das ist dieser Hexensumpfbiom. Ich denke, das heißt Sumpfbiom, ja. Hier gibt es diese Rosenblätter, die gehen so. Also die kann man auf jeden Fall auf Wasser bauen und auf den kann man dann halt laufen. Finde ich ganz cool. Aber so prickelnd. Nö. Finde ich jetzt nicht. So, was haben wir hier unten? Gar nichts. Das Glück ist nicht auf meiner Seite heute. Muss ich echt zugeben. Ich bin generell nicht glücklich. Immer wenn ich was erreichen will, gibt's einen Arschfick. Sagen wir es mal ganz hart. Ja. Manchmal habe ich Glück. Aber dann ist das Glück nur scheiße. Ihr kennt doch bestimmt den Film Straight Outta Compton. Da war Trashback. Mr. Trashback kennt vielleicht einige von euch. Und da habe ich mich beworben. Also konnte man sich bewerben zu so einer Vorschau. Am ersten Tag, sogar vor dem Release des Films. Da waren so Stars wie... Was war das? Keine Ahnung. Ah, durch diese Dinger. Cool, durch die Lernen läuft... Geht man langsamer, wusste ich echt gar nicht. So, auf jeden Fall. Wir bleiben bei Straight Outta Compton. Da waren so wie sowas wie Haftbefehl, Marshall übrigens nicht. Oder andere Rapper und so. Ich bin ja selber Rapper, na. Und da habe ich mich halt beworben. Dann kam irgendwie so eine Woche davor so ein E-Mail. Ja, sie haben gewonnen, tralala, sie können da hinkommen, sie stehen auf der Whitelist, also als VIP sind sie eingetragen, also das heißt, sie kriegen kein Ticket und können dort halt hinkommen. Ich so, ja, super, hab mal was Tolles im Leben erreicht, hab was gewonnen, okay, nicht erreicht, aber ja, ich hab mal was im Leben gewonnen, weil ich gewinne nie was bei solchen Gewinnspielen oder so. Ich habe mich mal einfach just for fun mal dort eingetragen. Das zweite Mal war das übrigens, das letzte Mal war in der Nähe von Köln. Und jetzt schaue ich dann so, Berlin. Oh. Ich wohne in der Nähe von Köln. Also war letztens in Köln, war für mich kein Problem, nach Köln zu fahren und so. Berlin. Oh. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Guck ich. Oh, hier bräuchte ich mir jetzt ein Boot. Crash mir schnell. So, auf jeden Fall, guck ich so, Berlin. Wie komme ich denn da hin? Ist da vielleicht irgendwie so ein Ticket oder so mit beigelegt? Oder sowas in der Art. Guck ich so, nö. Dann denke ich so, wie kostet es nach Berlin zu fahren? Guck ich. In eine Richtung 100 Euro. Ich so, nee. Ist eine SSD für 100 Euro. Oder für 200 Euro noch eine bessere SSD. Also meine SSD, die ich mir vor kurzem gekauft habe, hat irgendwie 110 Euro gekostet. Und da konnte ich, da kann ich mir locker noch eine SSD kaufen. Da gebe ich schon nicht aus, irgendwie nach Köln einmal einen Film zu sehen. Ja, mit Stars würden jetzt einige sagen, du bist blöd, da waren noch Stars. Ja, super, Stars, aber ich gebe doch nicht 200 Euro einmal dahin und einmal zurück. Und das kostet auch Zeit, 8 Stunden in eine Richtung, 8 Stunden in die andere Richtung. Habe ich auch Bock drauf, also mit dem Zug zumindest. Mit dem Flugzeug habe ich nicht nachgeschaut, da gibt es bestimmt noch mehr Probleme. Und so weiter und so fort. Und ich denke, vielleicht, ich weiß nicht, ob der, das Flugzeug meinte ich, billiger wäre. Ich denke mal, das wäre teurer, das Flugzeug, als der Zug. Das heißt noch mehr. Aber das wäre dann halt schneller. Und dann müsste ich noch irgendwie nach Köln fahren. Also ich wohne nicht direkt in Köln. Ich wohne irgendwie 50 Kilometer weit weg von Köln. Oder so eine Stunde von Köln entfernt. Aber wäre halt kein Problem, mit dem Zug dorthin zu fahren. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, toll. Hab ein Ticket gewonnen. Toll. Stehe auf der VIP-List. Super. Was mache ich jetzt damit? Gar nichts. Ja, da habe ich da geschrieben, ja, könnt ihr für... Boah, weiße Hase, boah, das sieht richtig cool aus. Boah, also ich finde, mein Lieblingsfarbe ist weiß. Deswegen finde ich auch so weiße Tiere und so cool. Pferde und so. Ja, schreibe ich dir dann halt an. Ja, könnt ihr vielleicht irgendwie so die Fahrt bezahlen? Oder wird die Fahrt bezahlt? Wieso? Nö. Ja. Kein Bock zu bezahlen. Ich habe auch generell keine Zeit dafür. 8 Stunden in eine Richtung, 8 Stunden in die andere Richtung. Das heißt, ich komme, ich muss da irgendwie um 2 Uhr losfahren, komme um 10 Uhr an, guck den Film und dann muss ich, wie immer so der ganz kleine Hasen. Ja, muss dann über Nacht nach Hause fahren. Das war alles an einem Dienstag. Da musste ich noch,
Das ging dann halt nicht. Ist halt ein Arbeitstag und so, tralala. Schwarze Hase, boah, die sehen auch cool aus. Boah, also ich habe schon vorher schwarze Hase gesehen. Boah, das sieht so süß aus. Ja, und dann habe ich sie halt angeschrieben. Gib das Ticket bitte an jemand anders weiter. So, mein VIP-Eintragung. Tragt einfach mal jemand anders ein, weil ich komme da halt nicht hin und einfach so. Vielleicht würde da gerne jemand anders hinkommen oder jemand anders würde gerne diese 200 Euro ausgeben oder jemand lebt in der Nähe und so, tralala. Und dann würde das halt gehen. Dann habe ich sie halt angeschrieben, das war's. Ich habe zum ersten Mal etwas im Leben erreicht. Nicht erreicht, ist gewonnen sozusagen und dann war es halt den Arsch. Schade, echt schade. Jetzt traurig. Na, ist halt so. Du hast jetzt Leben. So, wir ändern mal schnell das Thema und gehen mal weiter. Vielleicht finden wir was Interessantes. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Da müssen wir hin. Hallo Hase. Boah, das sieht auch cool aus. Boah, so ein schwarz gepunkteter Hase, so ein weiß-schwarz gepunktet, sieht auch cool aus. Finde ich auf jeden Fall echt auch ganz cool. Boah, das sieht so geil aus. Ach, wieso habe ich nicht hier mein Haus gebaut? Ach, sondern irgendwo in einem Drecksloch. Ach, würde ich so etwas weitergehen, dann hätte ich so solche geile Locations. Mann, dann auch so viel freien Platz. Ach, was ich alles verpasst habe, boah, ich weiß nicht, wie weit wir schon weg sind von zu Hause. Mein Gott, wenn wir jetzt hier sterben. Items für den Arsch, Rüstung für den Arsch, Schwert für den Arsch, alles für den Arsch. Aber so stark gepanzert ist die Chance, dass man stirbt, sehr gering, muss ich echt zugeben. Da drüben ist wieder Lava. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Boah, wieder so ein Überhang. Weißer Hase. Boah, das sieht so cool aus. Wieso findet es keiner in der Nähe? Also weiße Schafe, die sehen nicht so cool aus. Ich finde da eher die gefärbten Schafe cooler als die weißen. Später, falls wir ein paar mehr Schafe haben, werde ich sie auch färben. Da werden wir halt dann auch farbige Schafe fortpflanzen, damit wir sofort farbige Wolle haben. Mann, ich will was finden! Mann, Spiel! Verarsch mich nicht! Los! Gib mir was Tolles jetzt, komm! Komm, lass mal knacken. Ja. Ja, Schafe, Kühe. Was bringt's mir? Nichts. Nee. Muss ich jetzt echt zugeben. Vielleicht pflanzen wir jetzt schon mal ein bisschen Weizen an. Was natürlich etwas länger dauern wird, es anzupflanzen und auswachsen zu lassen und was weiß ich was alles. Es kommt ein Waldbiom, haben wir aber in der Nähe. Oh, Dschungel! Mal was Gutes haben wir gefunden. Lalala. Los geht's, ab zum Dschungel. Top. Hm? Was ist denn das? Wieder... Überall Hasen, aber in der Nähe von mir, also von unserem Haus, da, nix, null, zero. Mann, das ist echt fies. So, Dschungel. Deswegen ist da auch so eine knallharte grüne Farbe. Boah, die knallt richtig in die Augen. Hoffen wir doch, dass wir... Nein, das... Doch, da ist Dschungel. Ich habe schon gedacht, normaler Baum. Nee, hier ist Dschungel. Wir brauchen auf jeden Fall Dschungel-Saplings, Dschungelholz-Saplings, wo das Dschungelholz sieht auch ein bisschen anders aus. So, die Lianen gehen nicht kaputt. Interessant. So, doch, die gehen kaputt, doch. Ich habe mich schon gewundert, gehen die Lianen nicht kaputt? Doch, natürlich gehen die kaputt. Zap. So. Die alle weg. Und dann müssten wir eigentlich warten... bis die Saplings runterkommen. Ah, wir mussten das ab. Oh, ich hab verkackt. Hochbauen will ich mich jetzt auch nicht mehr wieder. Ein bisschen abbauen. Kommt Saplings. Ein paar mehr Saplings wären schon ganz angenehm. Oh, da ist der erste Sapling. Oder? Hallo? Sapling! Wo bist du? Ich hab nur was gesehen. Alles ist runtergefallen. Keine Ahnung. Haben wir schon eingesammelt? Keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter und bauen mal dort drüben ab. So, auf jeden Fall haben wir Dschungelholz. Wer ist denn da? Tropenholz.
Tropen, ja, nicht Dschungel. Da ist Kakao, da ist Kakao. Ich weiß nicht, wer von euch Schokolade mag. Ich übelst. Ich denke, jeder mag Schokolade. Schokolade ist einfach nur lecker. So, da haben wir schon mal 7 Kakaobohnen. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein bisschen Kuchenholz, um das anzupflanzen. Wir könnten dann eine Kakaobohnenfarm machen. Ich weiß nicht, ob wir sie automatisieren könnten. Wäre auch ganz interessant, aber Cookies, also daraus kann man Kekse machen. Die bringen nur braun Schaf. Hat ein bisschen viel Kakao gegessen. die bringen halt nur eine Hühnerkeule. Genau wie Melonen. Haben wir eigentlich Melonen angepflanzt? Haben wir, denke ich, auch nicht. Ah ja, man kann ja auf diesen Lernen hochklettern. Ganz vergessen. So. Nee, okay. Wir sollten hier auf jeden Fall ein bisschen Dschungelblätter abbauen. Damit wir ein bisschen Dschungel-Saplings erhalten. Also Tropenholz. Saplings. Ihr wisst, was ich meine. So, ist das Dschungel... Dingens hier? Vielleicht gar nicht. Mit einer Schere ging es auf jeden Fall viel, viel schneller, aber wir haben jetzt gar keine Schere zur... Das normales Holz. Ah da, wir haben schon einen Tropenbaum, Setzling. Aber wir bräuchten mehr, weil... ich denke, nicht aus jedem Tropenbaum kriegt man auch... ein Setzling. Das ist halt das Scheißige. Und wir bräuchten 4, dann könnten wir einen Mammutbaum machen. Also, ich nenne sie so halt... Der heißt auch wirklich Mammutbaum. Und da würde man hundertprozentig Setzlinge erhalten. Ja. Ne, wir haben nur einen. Haben wir nicht zwei? Irgendwie nicht. Auf jeden Fall ist hier irgendwie alles Mischmasch. Normale Bäume und Tropenholzbäume. Irgendwie sehr komisch. So, ich denke, wenn man das abbaut. Ah ne, man kriegt es nur mit einer Schere, diese ganzen Lianen und so. Aber wofür brauchen wir eigentlich Lianen? Lianen. Nee. Das können wir natürlich verwenden für, kann man eigentlich so hochklettern? Hier so. Nee, kann man eigentlich nicht. Da muss was Festes dran sein. Oh, verschwunden. Oh. Hier. Nee, okay, da kann man nicht hochklettern. Schade. Egal, wir gehen einfach mal weiter, oder? Ja, man klettert dann da und hoch. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Da, Mammutbaum. Da, das ist ein Mammutbaum. Seht ihr, wie hoch der ist? Der ist riesig. Riesiger Klotz. Ja, ja. Ja, also zumindest haben wir schon mal etwas gefunden. Ich denke, das ist normales Holz hier. Oder normale Blätter, oder? Nee, das ist noch Troppen. Troppen. Das kann man nicht toppen, diese Troppen. So. Kein Setzling. Gib mir Setzlinge. Los. Haben wir schon? 2. Wir brauchen 4. Mindestens 4. Hm? So. Wir bauen nur weiter ab. Wollen wir Eisen? Da haben wir Eisen. Wir haben ein bisschen dabei. So, ich habe keinen Bock mehr. So, aber ich weiß nicht, ob wir auch daraus Setzlinge erhalten werden. Oder ob wir nur Blätter erhalten werden. Also die Blätter... Eichenlaub. Wir brauchen aber kein Eichenlaub. Wir brauchen... Nee. Wir brauchen... Hier ist wieder eine Eiche. Mann. Weil Eichen! Gib mir einen Truppen. Was ist das denn da? Hm. Ist das eine Melone? Was? Hier wachsen auch Melonen? Alter, wenn mir das doch jemand gesagt hätte. Was ist das? Melone? Fragezeichen? Ja, da musste ich ja gar nicht in ein Ding, in eine Mine reinlatschen, um nach Melonen zu suchen. Ich hab gedacht. Ich hab schon gedacht, die geht an mir vorbei, aber nein. Brennen! Super, Zombie, so läuft das Game. Jetzt passen wir schön auf, ob der verbrennt. Nö. Bis! Stopp! So. Da. Wieder ein Mammutbaum. Nein, die Mammutbäume sind natürlich schwierig dran zu kommen, aber die sind halt cool. So, wir haben jetzt ein paar Melonen. Das war aber auch klar, dass hier irgendwie Melonen wachsen sollten in Tropen. Boah, viele Melonen sind. Ich denke, mit der Axt baut man sie schneller ab. Ja, man baut sie mit der Axt schneller ab. Zack. Ein paar Melonen besorgen wir uns einfach mal. Ich denke, eine Melone ist ein Setzling. Ein Melonensetzling. Mhm. Aber es ist auch sehr komisch, dass die Melonen einfach so hier einfach rumstehen, weil Melonen brauchen
ein Feld daneben, wo dann halt der Setzling ist und die Belohner wachsen halt zur Seite. In Minecraft zumindest. So, der Biom ist fast zu Ende. Schade. Wir haben immer nur noch zwei Setzlinge. Hm. Oh, es fängt an zu regnen. Vielleicht regnet es gleich in der Schneelandschaft nicht, weil in Truben regnet es ja normalerweise viel. In der Schneelandschaft nicht unbedingt. Also der Niederschlag ist dann nicht unbedingt so hoch. Scheiße, wie eine Hexe. Uah, lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock auf dich. So. Wir haben es geschafft. Wie lange zucken wir schon? Genug. Aber nein, die Aufnahme ist noch nicht zu Ende. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ich habe wieder vergessen, Videos hochzuladen. Also vorzubereiten zumindest. Habe ich nicht vorbereitet, deswegen muss ich zeitlich das Video beenden, damit ich auch die Videos vorbereiten kann. Ich habe übrigens leider verkackt. Ich habe die Videos leider für einen Tag später veröffentlichen gestellt. Aus Versehen passiert bei mir manchmal. Ist schon nicht das erste Mal. Und deswegen komm halt. Uah, an einem Tag! Fuck, Hurensohn! Hurensohn! Hey, wieso explodiert? Hä? Wieso explodiert so schnell? Mein Gott! Schade, jetzt hat das Feuer hier keinen Einfluss. Stopp! Puh, ich weiß nicht, wieso sie so schnell explodiert sind. Eventuell liegt das an den Skeletten oder es liegt an dem Regen. Vielleicht explodieren Creeper im Regen schneller. Ich weiß nicht. Nichts ist unmöglich. Creeper. Ja. Vielleicht kennt ihr noch die Werbung von damals. Ich denke. Oder vielleicht verwenden sie den Slogan immer noch. Nichts ist unmöglich, Toyota. Habe ich jetzt mal eine Schleichwerbung? Nein, das ist ja gar keine Schleichwerbung. Man muss ja übrigens auf YouTube. Oh, ah, cool. Oh, ich finde das richtig geil. Also ich finde generell Schnee richtig schön. Also auch Real Life finde ich Schnee richtig schön. Boah, guck mal, wie schnee geil das aussieht. Oh, ich finde das einfach nur geil. Regen, Schnee. Regen, Schnee. Regen, Schnee. Oh Mann. Regen, Schnee. Regen, Schnee. Regen. Oh Mann, das ist natürlich ganz so lustig. Ja, also ich finde. Schlampe? Verpiss dich! So, ich finde auf jeden Fall Schnee mega geil, auch im Real Life. Ich mag Schnee generell. Winter mag ich jetzt. Eigentlich, ja, mag ich auch sehr. Obwohl ich Winter auch mag, wenn er nicht zu warm ist. Das ist die einzige Bedingung. Weil es im Winter so. Stabile 25 Grad, das finde ich echt cool, echt gut. Falls wärmer, dann ist scheiße. Dann überhitzt der PC. Nur deswegen. Ja, und ja, man schwitzt halt. Das ist auch nicht sehr angenehm, wenn man halt dann 24/7 schwitzt. So, hier fängt das große Meer an. Ich denke, weiter sollten wir auch nicht gehen. Weil das große Meer kann riesig sein. Und das wäre dann halt nicht so toll. Muss ich echt zugeben. So. Was für ein großes Meer. Wüste. Noch eine Wüste kommt. In der Wüste könnte ein Dorfbewohner, Village sein. Ein Dorf sein, sagen wir es mal so. Wäre auch ganz interessant. Müssen wir jetzt mal ganz schnell hin, bevor die Aufnahme nicht zu Ende ist. Weil die Aufnahme neigt sich schon langsam zum Ende hin. Ich weiß gar nicht. Müssen wir gleich schauen. Runter, whoop! Rüber jumpen! So, also ich kann auf jeden Fall hier mit der Facecam nicht so oft auf die Uhr schauen, nicht so präzise, deswegen schaue ich nur kurz drauf. Ne, okay, die Aufnahme hat noch ungefähr 30 Sekunden. Scheiße. Vielleicht müssen wir dann halt in der nächsten Aufnahme dann hier halt die Wüste abklappern. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe einfach keine Zeit dafür jetzt, ein bisschen die Aufnahme zu überziehen. Dafür habe ich leider keine Zeit. Deswegen müssen wir jetzt schnell rüber. Kurz anschauen, vielleicht gibt es da was Interessantes. Eine Pyramide, falls ja, ist interessant. Falls nein, scheiße. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Falls eine Pyramide ist, dann weiß man halt, dass man sich auch in der nächsten Aufnahme auf etwas freuen kann. Falls nicht, dann scheiße. Oder es ist keine Wüste und man ist gefickt. So läuft das Game auch. Okay, hier ist auch nichts. Ja, das sind Zombie. Schade, die Monster werden jetzt hier nicht sterben. Also auf jeden Fall, das große Meer fängt doch nicht an.
Wir schwimmen mal kurz rüber und die Aufnahme hat die Ende offiziell erreicht. So, dann beendige ich dann auch, denke ich mal, die Aufnahme hier. Hier irgendwann so einen Platz. Ich mache dann auch mal hier so in die Richtung. So ein Pfeil, wo wir auch hin müssen. Zack, zack, zack. So, Pfeil. So, da müssen wir hin. Mach ich nochmal so. Da müssen wir hin. Also für die nächste Aufnahme. Weil in der nächsten Aufnahme sollten wir dann auch wirklich echt zu Ende gehen. Zurückgehen. So, auf jeden Fall, die Monster kommen. Wir beenden die Aufnahme. So, auf jeden Fall, mit diesen Worten beende ich noch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.